Hallo und herzlich willkommen zurück nach etwas längerer Zeit zu Warhammer Online Age of Reckoning. Ich kam leider nicht dazu, irgendwie weiter zu zocken und dachte mir jetzt mal nach langer Zeit wieder mal das Teil anzuschmeißen, dann aber mit einem neuen Char. Und dann nehme ich gerne den Schattenjäger, weil ich finde ihn geil. Hat mir damals schon Spaß gemacht, als ich ein bisschen gespielt hatte. Und wie man sieht hier in der Elfenwelt, die haben natürlich einen ganz anderen Stil als Menschen I have oder need of your services. You have Zwerge, was wir news for bisher me. gesehen haben. Ja, wie immer, ne? Pause Very drücken well. zum Lesen der Quests. Ich möchte weder euch mein Englisch antun, noch hier gucken, I have goods to großartig part. irgend I am das zu honored by übersetzen, your weil interest. I have es goods wäre to auf Deutsch was barter. anderes. Ja, Your da könnte goods man seem natürlich to lack besser purchase. auch tiefer reinkommen in die ganze. Also, wie soll ich sagen, im Englischen, also ich bin des Englischen mächtig, davon mal abgesehen. Allerdings fühle ich mich. Ja, super. Ich glaube, das war ein Leck. Bin ich nicht so gut da drin, als dass ich mich da so weit heimisch fühle oder fühlen könnte, dass ich dort ja mich dann so vertiefen könnte auch da drin. Ne? Und dann, wenn man das eine oder andere, was ist denn hier los? Scheiß Latenz, Mann. Und wenn man das eine oder andere Wort dann auch nicht kennt und dann der Meinung ist, den jetzt irgendwie so einen Sinn zu geben und das sozusagen sich für sich selbst persönlich zu übersetzen, könnte eventuell was Falsches oder anderes dann noch rauskommen, was dann ja, wo dann etwas fehlt, was gar nicht so weit stimmt dann und etc. Wisst ihr, was ich meine? Also deswegen, ja, lese ich mir das gar nicht erst durch. Ich weiß naja, nee, von hier weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so viel. Aber es ist ja auch nicht so wichtig, das deshalb zu machen, sondern ich möchte ja PvP machen. Und wenn ich jetzt immer wieder neue bekloppte Chars anfange, wie ich es jetzt gerade tue, ständig, dann komme ich auch nicht dazu, endlich mal weiter ins PvP-Gebiet vorzuschreiten oder überhaupt den ganzen PvP-Kram mal überhaupt jetzt langsam mal richtig ins Rollen zu bringen. Hier und da mal ein bisschen, ja, ein paar Dings, die wir da hatten. Aber immerhin, ne? Besser als nischt, sage ich mal so. Und na, die können wir gleich verkaufen, weil kriegen wir eh nichts für, wie wir wissen. Und ja, besser als nichts und immerhin. Hallo, Aufsattel. Was ist denn? Ach, Level 2. Ich wollte gerade sagen, haben wir jetzt einen kleinen Leck noch oder was? So. Also, wie gesagt, ich möchte gerne mal öfter oder mehr PvP auch machen. Wie man sieht, er hatte bis jetzt zwei Angriffe, weil er kann ja sowohl. Was ist jetzt los? Ausgewichen, ach so. Fernkampf. Ja, wo er sehr geil reinhaut. Und was, wo wir zu genötigt waren, es anzuwenden, Nahkampf. Da ist er teilweise auch nicht so wirklich verkehrt. Allerdings gibt es da weitaus bessere Alternativen, wenn man Nahkämpfer spielen möchte. Für Fernkämpfer natürlich auch. Aber er bietet für beide Seiten ein extrem gutes Leistungsverhältnis. Ja, also er geht nicht ganz unter im Fernkampf, er kann richtig fett reinknallen. Und im Nahkampf ist er auch nicht gerade hilflos. Dazu kommt noch, dass er durch. Was ist das? Jetzt haben wir hier also verschiedene ja, Haltungen. Da ist jetzt gerade, sind wir dann als Scout unterwegs. Da haben wir einen, also wie man schon sieht, a long distance bow stance that increases your ballistic skill and initiative by 2 and the range of your bow attacks by 10%. Ja, also heißt auf Deutsch, wir sind mobil, hauen mehr rein. Nee, wir sind eben nicht mobil. Wir sind immobil. Ja, eher so eine Standhaubitze. Machen dafür aber fett Schaden. Was dann später auch sich ändern kann, indem wir nämlich dann eine Haltung bekommen, in der wir uns bewegen können und schießen können. Oh, was ist denn das hier heute mit dem. Ist ja zu kotzen. Ja, dann können wir uns auch bewegen und dabei schießen. Was wiederum allerdings dann nicht so krass aus dem Schaden, im Schaden resultiert. Da sind wir natürlich dann nicht ganz so stark. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Sache für PvP, wo du dich sowieso viel bewegen musst und auch nicht immer so wirklich die Zeit hast zum Stehen. Ja, man ist ja natürlich, du kannst hier in einigen ein oder anderen Gebieten natürlich eine gute Position aussuchen, in der du dann stehst und dann den Feind beballerst. Allerdings, Gott, wo bin ich denn jetzt hier gelandet, Mensch? Total umzingelt, surrounded. Allerdings, ja, bist du natürlich des Öfteren auch noch dazu gezwungen zu fliehen.
oder jemanden sogar zu verfolgen. Zum Beispiel sehr geil lohnt sich das bei Burgen, bei wenn eine Festung geraidet wird. Da ist natürlich, wenn du oben schön stehst. Ach, da bin ich. Und dann kannst du, ne, in der jetzigen Haltung schön runterballern. Der wird sich keinen Bock hier alle anzugreifen, oder mit allen zu kämpfen. Da kannst du natürlich dementsprechend besser Schaden machen und du bist dann auch ja, hilfreicher. So, wie man mal meinen Namen sieht, ich war sehr einfallsreich. Ich habe meinen Grimmel einfach mit Legolas gemischt. Le Grimlogas oder so, also ja. Kriege ich die goldene Himbeere für Namenswahl. Speak with Prince Eldrion. Ja, wo ist er denn, der Eldrion? Eldrion. Ist der hier? Ne, hier ist er ja gar nicht. Der Alpha Bübsch. Der Alpha Elfenbübsch. Da müssen wir hin. Alles klar. Kann man hier runter? Jo. Warum bin ich da außen lang? So, das war schon das erste Gebiet. Es geht ja hier rucki-zucki mit dem Char. Ist natürlich sehr geil. Eine Harpyie. Super, dass hier fiese Viecher unterwegs sind auf einem vermeintlich beschützten Weg. Ein kleiner Platz da, wo sie sich noch geschafft haben, sich auszubreiten, wo die zu dämlich sind, die Straßen zu säubern. Ja, machen wir. Arcanef Harpyie. Ja, super. Da sind sie jetzt. Ach, stopp. Irgend. Muss ich rein? Nein. Okay. Ach, die sind hier oben irgendwo, glaube ich, ne? Kalumel. Gibt garantiert auch wieder so eine Ballistik-Quest. Naja, was heißt. Natürlich gibt es eine. Ich weiß noch nicht, wo die ist. Hat ja jeder irgendwie Katapulte, Ballista. Heißen die Ballista? Ja, ne? Ich bin jetzt gerade ein bisschen durcheinander mit Barista. Schießen wir uns erstmal einen Kaffee. Aber wie ihr seht, also schadenstechnisch, ja, super, jetzt gerade nicht, aber kann der reinhauen. Ich weiß jetzt nicht, warum die auf einmal so krass aushalten. Aber wenn man so sieht, so, ne, 66 Schaden, peng, peng, ausgewichen, super. Wir hatten jetzt nochmal 46 Schaden gekriegt, der hat doch gar keinen Dot drauf. Was ist denn das für ein Quatsch? Und warum verdammt nochmal dodgen die so oft, Mann? Die laufen auf mich zu. Da haben sie nicht zu ducken. Ich sehe sie gar nicht bewegen. So, den haben wir jetzt mal richtig weggesnackt. Ah ja, was war denn das Schönes? Natürlich kriegen wir jetzt wieder was für andere. Es ist zum Kotzen, also. Ich meine, das war das Gute bei Warhammer. Die haben ja als erstes in den Quests Belohnungen eingebaut, die auch für deine Klasse vernünftig sind. Das hat ja dann Warcraft, der Blizzard hat das ja später dann mit Warcraft adaptiert. Was natürlich nicht schlecht ist. Allerdings. Ja, leider keine Erwähnung findet sowas. Ne? Sowas wird als Innovation dann verkauft, wobei andere es vorher schon hatten. Aber gut. Wollen wir ja mal nicht so sein, ne? Auf jeden Fall. Muss ich jetzt zurück? Ja. Auf jeden Fall bin ich froh, dass das hier so ist. Weil ich kann mich noch an die WoW-Zeiten zurückerinnern. Das war ganz übel. Dass du gequestet hast wie so ein Irrer und hast erstmal Loot-Pech gehabt. Ja, du hast nichts bekommen, weder in Instanzen noch durch Quests. Ja, und hast gequestet wie so ein Blöder und nichts geschissen gekriegt da anständig. Das war dann hier bei Warhammer natürlich anders. Ja, es gab als Questbelohnung was für deine Rasse, für deine Klasse. Und das fand ich doch schon sehr cool gemacht. Also hat ein bisschen Frust auf jeden Fall erspart. So, Freund, Eldrion. Dankeschön. Nehmen wir gerne. Ja. Safe, safe, safe aus. Safe aus. Wer hat denn hier die Quest? Ist das Eldrion? Ja. Schön, dass es angezeigt wird. Witch Elfes. Nochmal killen. Alles Klärchen. El Capitano. Dann ist noch eine Quest. Oh, jetzt ist hier doch tatsächlich eine Mücke. Ich werde angegriffen. Oh ja, knallen wir sie ab. Das ist immer ein EP. Ah ja. Scheint kein EP, weil hier eingemischt wird. Sich hier. Erst die scheiß Straßen nicht sauber halten können und wenn man dann hier sich. Oh, ich habe noch einen Schuss gekriegt. Ich werde jetzt. 225 Schaden über 15 Sekunden.
und instant zu casten. Cool. Aha, hier haben wir doch die Ballista-Quest. Ich kann nicht, wird getroffen. Schieß mal 6 Harpien ab. Alles klar. Harpien. Harpien. Muss Target R. Harpien. Freund 11, hier sind keine Harpien. Ich glaube, da habt ihr euch verzettelt. Ich werde mal hier runtergehen. Vielleicht kann man von hier aus irgendwie welche sehen. Ist doch scheiße. Hast du schon mal eine Quest, die du nicht erledigen kannst, weil hier keine verfickten Harpien sind? Hier waren noch Harpien. Kann ich die von hier? Kann ich auch noch nicht von hier aus sehen. Mhm. Ja. Super Quest. Dankeschön. Aber wie ihr seht, es gibt natürlich so eine Quest, nur. Ja, kann man die abbrechen hier? Nur hat man die leider nicht zur Verfügung. Weil sie verbuggt ist. Und dafür reite ich hier ins Unglück und werde von Harpien, die hier stehen und nicht abschießen kann, getötet. Oder vom, nicht getötet, aber aufgehalten. Ja, fick dich doch, du lesbische Schlampe. So. Scheiß Harpien-Hure. Ich gehe jetzt wieder nach Calumil. Schießen wir da weiter ein paar Harpien oder was auch immer jetzt. Hallo! Ach, da steht ja einer. Oh, hallo. Der geht jetzt erstmal von hinten. Wutz! Da ist noch eine. Guck mal hier, voll hier Rambo-Style. Wir kommen aus dem Wasser, Alter, und bam, Junge. Richtig fies und so, ja. Looten wir mal die Schlüpper. Ah, da hätte noch einer. Ah, der stirbt. Die stirbt auch vorher. Ja, da ist sie schon down. Hat der Killer alleine gemacht, sagt er. Oha, sie hat weiße Haare. Die ist gut im Kampf. Die ist bestimmt schon 50. So, dann haben wir den noch. Lass mich! Bombs. Voll hart gegen mich gelaufen. Shadow Warrior. Ja, sauber ist immer was für uns. Vielen Dank. Danke, Mythic. Oder whoever ist verantwortlich sehr für. Neuer Privatserverbetreiber. Danke. Feuerfrei. Die hätten so viele rausholen können, ja, wenn sie nicht nur auf dieses Kack-PvP gegangen wären. Was haben sie sich denn gedacht? Wir entwickeln mal hier ein Spiel mit Warhammer. Ja, da ziehen die ganzen Warhammer-Leute, die es geil finden, mal das Geld aus der Tasche. Dafür, dass sie da, weiß ich nicht, vielleicht ein Jahr Spaß haben und dann merken, wie scheiße das ist und sich nicht wiederholt alles. Ne, und sich alles wiederholt und wir nichts Neues, Innovatives bringen. Entschuldige bitte, wenn ein ganzes Team dahinter steckt und irgendwas konzipiert, die werden doch wohl auch da auf die scheiß Idee kommen, zu wissen, wie geht's weiter. Oder sich die Frage zu stellen, wie geht's weiter. Das kann mir doch keiner sagen, dass das nicht von irgendjemandem erkannt worden wäre. Ja, das ist doch scheiße. So, und dann hätten sie mal hier, da hätten sie viel mehr draus machen können, hätten sie das PvE-Spiel gemacht. Was ist denn jetzt, dass ich nicht wieder anquatschen oder? Komplett. Nee. Also das finde ich ein bisschen schade für das komplette Warhammer-Spiel. Und, ja, Warhammer an sich ist ja anscheinend irgendwie auch jetzt nicht so populär. Die, die es gut finden, die lieben es. Aber ist halt nicht so wie WoW. WoW nimmt sich halt von allen irgendwie sowas raus und baut es in eine neue Bam-Dingsbums-Kacke, hast du nicht gesehen. In ihren eigenen Stil verpacken sie das und erweitern das um Elemente, die beim Original halt fehlen. Sei es jetzt Warhammer oder so einen anderen Scheiß, den die klauen. Und ja, da ist halt das Problem halt dann drin, dass du diese Spiele hier nicht, ja, sag ich mal, einen Absatzmarkt für findest großartig. Weil wenn man sieht, Dawn of War, alles klar, macht ja soweit Spaß. 85% der Wertung, was du da gekriegt hast, was ich da gesehen habe, weiß jetzt nicht, ob ich mich da irre. Auf jeden Fall ist es aber jetzt nicht so, dass das so das überfette, gehypte Produkt ist, was alle unbedingt wollen und worauf alle gewartet haben. Da gibt es halt auch diese kleine, feine Fangemeinschaft, ja.
aber nicht so, dass es jetzt übertrieben krass von allen dabei gesehen worden ist. Und deswegen kriegst du leider so ein Spiel, sei es jetzt Warhammer 40, sei es Warhammer 40k oder auch, ja, hier AOS jetzt, Age of Sigmar oder so, kriegst du jetzt leider natürlich nicht. Was hätte eigentlich schon gereicht? Scheiße. Kriegst du natürlich jetzt leider nicht als MMO verkauft. Es sei denn, du machst das jetzt natürlich, die machen, da ist einer, der es in einer richtig fetten Grafik auf den Markt bringt, so richtig fett atmosphärisch, was super flüssig läuft, mit richtig geilen Fights und... Ach, es bietet ja eigentlich so viele Möglichkeiten, wenn man alleine bei AOS sieht, wie viele Armeen es da gibt. Du hast und die Geschichten, die es schon seit Jahren gibt, in Jahrzehnten. Du hast ja so viel Stuff, den du benutzen kannst, du musst ihn halt nur programmieren und geordnet in eine Geschichte einbetten. Das wäre ja alles so richtig, ach, so die Möglichkeit so richtig geil. Speak with Serial Kimbo, ja, wer ist denn das? Aber, ja, es wird wohl keiner mehr sehen wollen. Nicht nach dem Warhammer Online-Debakel hier mit Age of Reconning, wo halt, wie gesagt, die Langzeitmotivation einfach nur scheiße war. Solange es Spaß, solange es gut war und neu war, hat es Spaß gemacht. Aber da war es ein paar Mal in der City Raiden. Ja, hast du irgendwann gemerkt, ja fuck man, die sind alle viel zu stark. Du kommst irgendwie nicht an dein Equip. Das war schon mal ein Teil, wo du sagtest, ich bin hier kein 24/7 Hardcore Gamer. Ich komme in die Scheiße eh nicht ran. Aber hier geht's aber richtig los hier mit geilen Quests. Ja, da hast du schon mal keine Chance gehabt, das Equip zu farmen und den Rang und dadurch die alles, was damit verbunden ist, an Boni, damit du da bestehen kannst und anständig mitraiden kannst, ja. So, und da hast du schon mal das erste Problem gehabt. Was ist das für ein Scheiß? Das muss ich auch noch irgendwann mal anklicken, oder nicht? Ja, und das war halt, ja, weiß nicht, zum Scheitern verurteilt. So toll es auch war. Das kann ich gleich tragen. Den ganzen Kladderadatsch verkaufe ich, weg mit dem Scheiß. Ich mache hier eh keinen Mist. Bei yes, komm, bei die Scheiße. Ja, ja, bist du honored, ich weiß. Ja, die nehmen wir. Vielen Dank. Weg damit. Die Patienten können sie sich stecken. Ja, das ist halt schade darum, um das ganze Genre, naja, beziehungsweise um das ganze Thema, um das ganze Spiel von Warhammer Online. Aber dazu im nächsten Teil mehr. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dann geht es weiter. Bis dahin, haut rein. Ciao.